Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Farmies bei Die Sims 3. Also ihr wisst schon, ne? Die Sims 3, Die Farmies. Eigentlich sage ich es immer andersrum. Heute mal nicht. So, meine Lieben. Ach, es leckt schon wieder. Marc ist hier an seinem Auto am Werkeln, was ja auch mal ganz gut ist. Und jetzt müssen wir mal gucken, ganz dringend, was Gabriel macht. Der macht gerade seine Hausaufgaben, das ist natürlich auch wichtig. Was haben wir denn heute? Freitag, das ist gut. Endlich haben wir ein Wochenende, Mensch. Dann können wir endlich mal... Was war das? Ach so, okay. Jill wird bewundert. Ja, dann können wir jetzt... Wo ist sie denn überhaupt? Ach ja, sie ist ja hier im Park, stimmt ja. So, und ich wollte sagen, dann können wir endlich mal mit unserem Gabriel versuchen, meine Sims sichtbar zu machen. Nein, eigentlich, Jonas Ingberg, wieso tanzt sie mit Jonas Ingberg? Wieso hat er so hässliche, komische Flügel? Naja, anscheinend ist mein Spiel gerade wegen irgendwas überfordert. Ich weiß nur nicht, wegen was. Gerade eben lief es doch noch und jetzt auf einmal macht solche Zicken. Zicken. Jawohl. So, ich wollte sagen, dann können wir mit Gabriel endlich mal anfangen, weiter Zaubertränke zu finden, damit wir dann vielleicht auch irgendwann mal diesen einen Zaubertrank benutzen können oder herstellen können, den wir eben brauchen, um unsere Freundin zu... Ach, ihr wisst schon. Ich krieg's heute nicht hin. Ich lasse es einfach. Ich freue mich darauf, dass Sarah bald ihr Baby bekommt. Und dann bin ich glücklich. So, Iris Ingberg ist von uns gegangen. Jeder muss einmal gehen. Wichtig ist nur, dass man sein Leben in vollen Zügen genossen hat. Oje, oje. So, was macht Victor eigentlich? Der ist ja auch hier. Nicht, dass du hier von uns gehst. Das wollen wir nicht hoffen. Er macht Schießtraining. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir schicken ihn mal lieber wieder nach Hause. Jetzt, wo er nicht mehr plemplem ist. Schicken wir ihn mal lieber nach Hause. Und dann ist gut. Sie macht gerade sich das... Was? Sie lässt sich das Gesicht bemalen? Ernsthaft jetzt? Naja, meinetwegen. Ach, guck mal, hier steht noch meine Hochzeits-Collection, wie auch immer. Ich wollte nämlich eigentlich erst hier heiraten, aber das hatte dann immer nicht funktioniert, ne? Keine Interaktion verfügbar. Tja, das hat einfach nicht funktioniert. Eigentlich könnten wir mal hier Dingens einladen. Komm, wir laden mal Jasper ein. Einladen nach... hierhin. Wir sind ja sowieso gerade hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sie sich das Gesicht bemalt lassen hat. Das war so klar, dass du einen Clown nimmst. Ja, anstatt dass du mal irgendwas Schönes nimmst. Nö, sie nimmt natürlich einen Clown. Oh Gott. So, das hört sich gut an. Das freut uns natürlich. So, dann warten wir doch mal auf ihn, dass er hier antanzt. Er tanzt ja bestimmt hoffentlich hier beim Haupteingang an, oder? Ich denke mal schon. Nee, das ist er nicht. Das ist sein jüngeres Ebenbild. Ach, hier ist er doch. Er fliegt einfach mal an uns vorbei. Mensch, Jasper, du bist ganz schön alt geworden. Ah, jetzt kommt er. So, freundlich. Wir gestehen ihm mal, dass wir ihn mal irgendwann beim Schlafen beobachtet haben. Puh, das war heftig. Ich schätze, so sind Teenager nun mal. Wieso, was hat er denn gemacht? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er ist stinkend. So, ihr möchtet ja auch eigentlich die ganze Zeit, dass die beiden heiraten, aber ich möchte nicht, dass die beiden heiraten. Ich möchte, dass die halt so eine Beziehung haben, wo die einfach niemals heiraten und trotzdem damit glücklich sind, ne? Sowas soll es ja auch geben. Es gibt ja halt auch Leute, die halten das nicht für nötig, dass man heiratet. Und das ist halt bei Jill. Die braucht das nicht. Die braucht nicht heiraten. So. Wie hasst er sie jetzt, weil sie ihm beim Schlafen zugeguckt hat? Mit dem Clownsgesicht schön knutschen. Sehr schön. So, wir lassen die beiden Turteltäubchen dann mal alleine und gucken mal wieder, was Sarah so treibt. Sieht ganz so aus, als würden Jill und Jasper miteinander
Jasper Sench möchte plaudern. Hat Victor Foster Lust? Jasper möchte jetzt mit Victor... Hä? Nee, der ist doch gerade am Knutschen. Das geht doch gar nicht. So, Mensch, Victor, du bist wieder zu Hause. Ich würde sagen, du könntest noch mal ein Techtelmechtel mit Maggie machen. Techtelmechtel mit Maggie. So, dann habt ihr noch mal was zu tun. Und Mark, du könntest dich mal um deine liebreizende Sarah hier kümmern. Zusammen tanzen. Hoffnungslos romantisch. Tief in die Augen blicken, genau, das ist gut. Auch wenn seine Energie voll unten ist. So, und unser Kleiner ist ja schon fleißig wieder Zaubertränke am Erfinden oder am Herausfinden oder wie auch immer. So, Cookie, was ist mit dir? Du musst auch einige Sachen machen. Du solltest vielleicht mal was essen. Und, ja, schlafen kannst du dann auch ruhig. Ist vollkommen okay. So, die beiden wandeln hier auch wieder rum. Sarah habe ich ja gerade. Hier, ihr könnt ja mal langsam zusammen tanzen. Bei der Musik passt bestimmt nicht. So, wollt ihr nicht miteinander? Verflixt, Gabriel ist es nicht gelungen, einen Zaubertrank. Wow! Oh, Mist, ich habe Gabriels Geburtstag ganz vergessen. Oh, das tut mir so leid, Gabriel. Oh nein, ich habe schon wieder seinen Geburtstag vergessen. Oh nein, oh Gott. Ich bin so schlecht. Oh nein, das ist nicht zu fassen. Als Baby habe ich seinen Geburtstag vergessen. Als Kleinkind habe ich, glaube ich, seinen Geburtstag vergessen. Und jetzt habe ich schon wieder seinen Geburtstag vergessen. Das darf doch nicht wahr. Wie schlecht bin ich eigentlich? Hallo? Aufgrund seiner eher dürftigen Anstrengung in der Schule darfst du dir kein Merkmal für Gabriel aussuchen. Gabriel hat folgendes Merkmal entwickelt. Sozial unbeholfen. Ach du meine Güte. Auch das noch. Kann angesenkt, okay. Dann gehen wir erstmal duschen einmal. Das gibt's nicht, ey. Ich habe echt schon wieder seinen Geburtstag vergessen. Also manchmal, ja, manchmal sind hier einfach zu viele Sims. So. Manchmal sind es einfach zu viele Sims hier. So, Sarah ist auch müde, deswegen gehen die beiden jetzt auf jeden Fall mal wieder ins Bett. Einmal schlafen und dann muss ich mir endlich mal was überlegen, was ich mit dem Zimmer mache, ob ich das wirklich als ein Zimmer mache für die beiden und für das Baby, dass ich dann irgendwie so eine kleine Abtrennung vielleicht noch reinmache oder so. Müssen wir mal gucken. Ich werde das mal angehen demnächst. So, er hat auf jeden Fall jetzt wieder, er ist nicht mehr angesägt, deswegen kann er jetzt noch weiter experimentieren. Oh, die beiden machen ja doch ein Techtelmechtel. Und ich dachte, die wollten keins machen. Es sah nämlich irgendwie so aus, als wenn sie keins machen wollten. So, Jill kann auch mal wieder nach Hause kommen, kann dann hier mal duschen gehen. Na, die haben ja Spaß. Jetzt war ich natürlich gar nicht mit Maggie irgendwie reiten. Das ist natürlich doof. Aber was will man machen? Und Jill fährt nach Hause. Yeah, ich muss, glaube ich, bald mal ein großes Umstyling machen. Ich denke, so langsam wird es echt mal Zeit, dass wir ein großes Umstyling machen. Hallo? Ah ja, Maggie ist anscheinend total zufrieden. Du kannst aber trotzdem auch schlafen jetzt. Es wird Zeit, dass alle ins Bett kommen. Er ist im Bett, er ist auch im Bett. Sie geht auch gleich ins Bett. Sie geht vorher noch duschen und dann ins Bett. Er ist auch im Bett. Nur er ist noch nicht im Bett. Ja gut, okay, das wird jetzt sowieso nichts mehr wahrscheinlich, weil er zu schlecht drauf ist. Deswegen schicken wir ihn lieber auch mal ins Bett. Oh Gott, jetzt hat er hier natürlich noch so ein süßes Kinderzimmer. Oh, oh je, das müssen wir natürlich ändern für ihn. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Ja, aber das machen wir dann alles erst später. Ich weiß nicht, vielleicht im nächsten Part oder so müssen wir mal gucken. Jetzt möchte ich das ehrlich gesagt nicht machen. Vielleicht mache ich auch den nächsten Part mal einen großen Umstyling-Part oder so, dass wir alle mal so ein bisschen umstylen. Nur dann haben wir halt einen Part, in dem ich einfach nur umstyle. Ich weiß ja nicht, ob euch das passen würde. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben.
Und ja, vielleicht mache ich auch einfach nur einen normalen Part und wir machen das dann im übernächsten Part mit dem Umstyling. Wer hat denn als nächstes Geburtstag? Ich kann ja mal gucken. Ja, er stirbt irgendwann. In 3 Tagen hat Jill Geburtstag, in 4 Tagen hat Maggie Geburtstag, in 6 Tagen und in 7 Tagen. Also das dauert noch ein bisschen. Cookie ist auch schon ziemlich alt und unsere Moonlight wird in 14 Tagen zum Senior. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Und da jetzt eh alle schlafen gehen, werde ich mal ein bisschen vorspulen, damit wir dann gleich die Zeit auch noch ein bisschen nutzen können und den Sims jetzt hier nicht nur beim Schlafen zusehen. Das wäre nämlich ziemlich langweilig. Lalalalala. So, und dann müssen wir auf jeden Fall mit Gabriel gleich weiter Zaubertränke erfinden, herausfinden, wie auch immer. Okay, im Alterungsprozess stecken mal wieder ein paar Leute fest. Das ist nicht so schlimm. Das Baby kommt! Oh mein Gott! Das Baby kommt! Oh mein Gott! Mark! Dein Baby kommt! Dein Baby kommt! Schnell! Du musst sie ins Krankenhaus bringen, Mark! Mark! Schnell! Nicht du selbst! Mark soll dich ins Krankenhaus bringen! So, ins Krankenhaus bringen. Achso, dann geht sie automatisch hin. Alles klar. Die Bewohner der Stadt erzählen einander das Gerücht, dass Maggie Foster beim Techtelmechtel mit einem Okkulten gesehen wurde. Das Baby kommt! Mein Gott, das Baby kommt. Leute, das Baby kommt. Ja, Panik. Panik, das Baby. Maggie dreht schon voll am Rad. So, oh mein Gott, das Baby kommt. Ja, ansonsten lässt es alle anderen kalt. Wir müssen eine Etage runter. Oh mein Gott, das Baby kommt. Und Mark begleitet sie. Das ist wunderbar. Ich hoffe, die nehmen auch alle dasselbe Auto. Anscheinend nicht. Mark fährt schon mal vor. Er fährt schon mal vor anscheinend. Hey, heute ist Mussetag anscheinend. Nee, doch, heute ist Mussetag. Mensch, das Baby kommt. Okay, komm, ab ins Taxi. Mark, du auch? Ja, sehr gut. Was war das jetzt? Wieso ist er? Moment mal. Was ist denn hier los? Sperrstunde ist schon längst vorbei. Komm sofort mit. Will er mich verarschen? Er kriegt ein Baby. Wollen die mich jetzt verarschen? Was soll ich denn da jetzt machen? Ach du meine Güte. Jetzt wird sie verhaftet? Und Mark mal wieder nicht? Also, das ist ja jetzt wohl ein Witz. So, du bleibst jetzt mal hier. So. Ins Krankenhaus bringen. Ach so, Mark ist da hinten. Ey, wir haben 6 Uhr morgens. Das gibt's doch nicht. Mensch, du dummer Polizist, lass doch mal die Teenies zum Krankenhaus gehen. Oh Gott, ja, Mark sitzt im Knast. Sarah muss das Kind alleine bekommen anscheinend. Oh Gott. Jetzt macht ihr da Hausaufgaben. Hallo, geht's noch? Oh Gott, schnell, wir müssen hinterher. Wo ist denn das Krankenhaus? Hier. Schnell hier hingehen. Hospital. Warte. Warte. Ah, ich kann es nicht mehr abbrechen. Oh, das gibt's doch nicht. Ich dachte so, schon so, oh, die gehen zusammen dahin und dann kriegen sie das Baby. Ah, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Baby. Die Schwangerschaft von Sarah ist gut verlaufen und Mutter und Kind sind wohlauf. Das kleine Mädchen wurde mit dem Merkmal liebt die Natur geboren. Und du darfst dir nun ein zweites Merkmal fürs aussuchen. Wie möchtest du es nennen? Oh, es ist ein Mädchen geworden. Oh, das freut mich. Ja, ihr habt mir natürlich sehr viele Namen in die Kommentare geschrieben. In die Kommentare unter den Videos. Und ich habe mir einen Namen ausgesucht. Und ich nenne die Kleine Liv. Jawohl, wir nennen sie Liv
Und das ist eigentlich nur ein Spitzname, also eigentlich müsste ich sie Olivia nennen, weil der Spitzname Liv von Olivia kommt. Aber ich nenne sie jetzt mal nur Liv und ich denke mal, einige wissen, warum ich ausgerechnet diesen Namen wähle. Auf jeden Fall heißt das neue Mädchen Liv und dann werde ich ihr noch den Namen Jill geben als Zweitnamen, wegen der Mama. Oh, Jill. Also wegen der Mama und dann heißt sie halt mit Rufnamen Liv und mit Zweitnamen Jill. Passt zwar gar nicht zusammen, Liv, Jill, aber egal. So, liebt die Natur hat sie und dann bekommt sie von uns noch tapfer. Sie wird tapfer sein, definitiv. No, aber Sarah ist immer noch unsichtbar. Das ist schlecht. No. Oh, er darf es nicht kuscheln. Jetzt fahren die beiden wenigstens nach Hause. Ja, die Frage ist, wann wird Sarah wieder sichtbar? Das ist eine gute Frage. Und der Polizist steht immer noch da hinten rum. Ich glaube, der hängt jetzt echt fest. Peter Hacke möchte wissen, ob Maggie Foster an einer Verabredung interessiert ist. Nein, Peter Hacke. Sind wir nicht. Ach Mensch, ist das nicht schön. Unser Baby ist da. Das ist doch schön. Endlich ist das Baby da. Das bedeutet natürlich, im nächsten Part muss ich dann erstmal renovieren. Wir sehen uns dann also in einem neuen Part wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!